3:2 Auswärtssieg im Parkstadion bei der Schalke U23 und was soll man sagen? 11. Sieg in Folge plus Pokalspiel, 12 Siege in Folge. Wir reiten von einer Euphoriewelle zur anderen und von einer Erfolgswelle zur anderen. Es ist momentan einfach unglaublich, was die Alemannia mit uns macht. Gestern war es ein hartes Stück Arbeit in Schalke bei total miserablem Wetter. 1600 Öscher waren im Parkstadion zu Gast und am Ende haben wir gefeiert. Das gibt's nach dem Intro und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung meines Videos. Vielen Dank. Ja, meine Herren, wer gestern im Parkstadion gewesen ist und sich keine Erkältung zugezogen hat, Respekt. Also das war ja ein Wetterchen im Parkstadion. Regen, Sturmböen, kalt, uselig und was soll man sagen? Vom Spielerischen her zweimal in Führung gewesen, zweimal den Ausgleich kassiert. Es war nicht die beste Leistung unserer Mannschaft ja gestern, aber ich denke, nach der englischen Woche und den Spielen zuvor war es am Ende der Wille gewesen. Und der Wille hat dazu geführt, dass wir das Spiel dann 3:2 gewonnen haben. Auch wenn es wieder mal in der Nachspielzeit gewesen ist. Es ist nichts für schwache Nerven, es ist nicht gut für die Gesundheit und am Ende denke ich, wenn wir aufsteigen sollten, werden die meisten von uns beim Kardiologen enden. Denn das ist nicht mal normal, was die Alemannia mit uns macht. Aber es ist halt eben so. Es ist die Alemannia, es passt im Moment einfach alles. Die Fans spielen mit, wie gesagt, da 1600 Öscher gestern im Parkstadion. Und wenn es nicht so uselig gewesen wäre, wären es wahrscheinlich noch bedeutend mehr gewesen. Interessant war gewesen, unterwegs als wir waren mit dem Fanbus, da haben wir gehört, dass ja entgegen der Ankündigung von Schalke, dass es keine Tageskasse geben würde im Parkstadion, dass sie dann doch gab, das heißt, die 800 Gästetickets, die weg waren vorher, wurde dann doch die Tageskasse geöffnet, dass dann doch mehr Aachener in den Gästeblock reinkommen konnten. Und wenn man auch gesehen hat, gestern, ich hatte mich gefragt, 800 Aachener, der Gästeblock halb leer, da passen ja wohl bedeutend mehr rein. Wenn man es mal vergleicht mit dem Heimblock der Schalker im Parkstadion, dann sollten da mindestens 1200 reinpassen, bei 2999 Gesamtkapazität. Es waren viele im Heimbereich, das hatten ja vorher einige alle mal angekündigt, dass sie dort reingehen würden und da waren sie auch zahlreich vertreten. So war die breite Unterstützung gesichert. Allerdings kurz nach der Halbzeit, als dann immer mehr Bewegung im Spiel und auf den Rängen gekommen ist, dann hat die Polizei wohl dafür gesorgt, dass dann die Öscher-Fans in dem Schalker Heimblock dann diesen verlassen mussten und sie wurden dann in dem Gästeblock geleitet. Der wurde dann rappelvoll. Aber das war am Ende auch super gewesen. Nach dem 3:2, die Jubelarien, das war dann in diesem vollen stimmungsvollen Block dann doch besser gewesen. Wie gesagt, 3,5 Stunden haben wir Fans dann im Park schon gestanden, bei useligem Wetter. Und dann haben wir dann vor dem Spiel gehört, dass Basti Müller wohl in der Nacht angerufen hat, dem Trainer Heiner Backhaus, und gesagt hat, dass er erkältet ist und dass er wahrscheinlich nicht mitspielen könnte. Aber er hat dann tatsächlich mitgespielt, trotz Erkältung. Und wenn man wieder gestern gesehen hat, Basti Müller wieder ein Tor erzielt, er hat wieder rumgerackert, gearbeitet, gelaufen, gegrätscht und was weiß ich nicht alles. Es ist unfassbar, was der Basti Müller zurzeit macht. Aber nicht nur Basti Müller, auch der Rest der Truppe hat gestern gezeigt, was in ihnen steckt. Auch wenn es spielerisch nicht so gelaufen ist, man doch wohl gemerkt hat, die englische Woche, die fordert langsam ihren Tribut. Der Wille war am Ende einfach 100% und darüber hinaus. Nachspielzeit, als der Schiedsrichter 8 Minuten Nachspielzeit angezeigt hat, da waren wir auf einmal da. Es ging eigentlich nur noch Richtung Schalker Tor. Die Schalker waren wohl mit dem 2:2 zufrieden gewesen, aber unsere Mannschaft nicht. Und wie das dann immer so ist, dann fängt an die Zeit wegzurennen, aber wir haben gedrückt, wir haben gemacht, wir haben getan und jede Menge Ecken noch rausgeholt, jede Menge Ecken kamen noch gefährlich vors Tor. Aber dann die allerletzte Aktion, als dann der Ball im Strafraum reinflog und der Schalker Profi CC dann den Anton Heinz runtergedrückt hat im Strafraum, das war natürlich selten dämlich von ihm gewesen und da hat der Schiedsrichter, der nicht seinen guten Tag hatte, trotzdem, da hat er alles richtig entschieden und hat dann auch in der 8 Minuten Nachspielzeit auf Elfmeter entschieden. Wie gesagt, wenn man sich die Bilder anguckt, völlig korrekt,
Hätte CC gar nichts gemacht, wo der Ball dann gelandet wäre, ob Anton Heinz den Ball überhaupt bekommen hätte, ob überhaupt eine Torgefahr daraus entstanden wäre, weiß man nicht. Aber das war dann halt eben blöd aus Schalker Sicht. Marc Brasnić hat sich da nicht nehmen lassen und hat dann den Ball eiskalt verwandelt. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Ja, Thema Schiedsrichter, wenn man das gesehen hat, er hat dann nach dem Elfmeter direkt abgepfiffen. Danach hat sich noch ein Schalker die rote Karte abgeholt, und zwar der Tim Albutat, der wahrscheinlich noch ein paar nette Worte zum Schiedsrichter gesagt hat, aber wie gesagt, da war das Spiel beendet und dann halt eben nach dem Abpfiff noch die rote Karte bekommen. Auch Rainer Backhaus hat in der Zwischenzeit dann während des Spiels auch mal die gelbe Karte bekommen. Warum? Wahrscheinlich, weil er sich zu sehr aufgeregt hat, denn muss man sagen, das, was der Schiedsrichter, der aus Dortmund kam übrigens, so gepfiffen hat gegen uns, das war schon teilweise wirklich wieder unter aller Kanone. Aber so die Härte der Schalker gegen unsere Spieler, da denkt man nur an die Aktion gegen Nils Winter, der minutenlang behandelt werden musste. Da war der Ball schon weg und dann ist der Spieler von Schalke hingegangen und hat ihm noch einen ordentlich mitgegeben. Also das hätte zumindest die gelbe Karte sein müssen. Da gab es nichts für. Und auch die Aktion gegen Anas Bakat, der dann auch im Gesicht getroffen worden ist und liegen blieb, folgenlos. Noch nicht mal eine kleine Ermahnung gab es da. Andererseits, als dann mal ein Spieler von uns mal etwas ruppig zu Werk gegangen ist, da sprang die gesamte Schalker Bank auf und da gab es einen Ringelpiss mit Anfassen, da gab es Schubsereien, da gab es dann die gelbe Karte dann noch für unseren Spieler auch noch. Aber andersrum, wie gesagt, dass er dann in der 98. Minute dann da Elfmeter pfeift, also das ist schon à la Bonheur. Das macht auch nicht jeder Schiedsrichter in der Nachspielzeit, quasi in der letzten Sekunde dann noch auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Aber naja, es war eindeutig und er hat eindeutig die Regel ausgelegt und somit war es auch eindeutig. Da haben natürlich die Wuppertaler, die Kölner, die Oberhausener und wer weiß ich nicht, als die Bocholter natürlich schön aufgeregt nach dem Motto, es wird so lange gespielt, bis der Schiedsrichter abpfeift. Es stimmt auch so, ne? Wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann ist das Spiel beendet und nicht vorher. Und wenn wir daraus einen Sieg machen, dann ist das natürlich nicht unser Glück, denn das Glück hat nur der Tüchtige und wir sind halt eben zurzeit ziemlich tüchtig. Und das ist eine Qualität, die wir momentan besitzen und der Fußballgott meint es auch noch gut mit uns. In der Vergangenheit, in der Hinrunde, haben wir das ja andersrum erlebt. Da war der Fußballgott total gegen uns gewesen. Dann hat Wuppertal immer in der Nachspielzeit profitiert von späten Siegestreffern. Da haben wir uns öfter natürlich aufgeregt. Auch wenn die Bocholder dann noch einen Elfmeter bekommen haben, wie zum Beispiel dann letzte Woche noch, als sie dann gewonnen haben. Und auch in der Hinrunde genau dasselbe mit ihren jede Menge Elfmetern. Da haben wir uns auch immer aufgeregt. Ne? Aber ja, so ist es im Fußball. Natürlich, wenn die Konkurrenz Lucky Punch macht in der letzten Minute oder letzten Sekunde, dann ist das natürlich für die Konkurrenz nie sehr schön. Und da regt man sich auf. Ob das nun in Aachen, in Wuppertal, in Bocholt, Oberhausen, sonst wo ist, ist natürlich klar. Aber wir haben ja gesehen, es ist ja alles regelkonform. Auch damals bei Wuppertal ist es ja so gewesen. Da ist ja auch nie einfach nachgespielt worden lassen, bis Wuppertal gewonnen hat, was man ja immer gerne unterstellt hat. Sondern die ganzen Nachspielzeiten haben ja auch ihre Beweggründe. Auch gestern, die 8 Minuten im Parkstadion waren, wie gesagt, auch völlig zulässig. Ne? Das war mit der Aktion gegen Nils Winter, der minutenlang behandelt werden musste. Dann am Seitenaus die Rangelei, die da stattgefunden hat, wo der Schiedsrichter sich auch minutenlang mit seinen Assistenten beraten hat, was da gewesen ist, wer kriegt da eine Karte und ja, das sind alles Minuten gewesen, plus dann natürlich 2 Tore, was auch nochmal 2 Minuten on top drauf geht als Nachspielzeit und ja, so summiert sich das insgesamt auf 8 Minuten. Das ist dann halt eben so. Aber nichtsdestotrotz, was soll ich als Aachener, als Alemanner sagen? Ich bin einfach nur glücklich und ich denke, unsere Alemannia-Fans, die hier zugucken, natürlich auch. Natürlich, die Konkurrenz von uns, die wird natürlich nicht zufrieden sein. Die werden wahrscheinlich gestern in der 98. Minute ja, ihr Laptop, ihr Handy, ihr TV weggeworfen haben, als dann im Ticker sprang 2:3 statt 2:2 Ende. Wir sind jetzt Tabellenführer, jetzt haben wir 3 Punkte Vorsprung. Wir haben 7 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Wuppertal und aus Fortuna Köln. Oberhausen und Düren sind da sicherlich auch in der Verlosung, aber ey Leute, es ist zwar sehr schön für uns Alemannen, dass wir Tabellenführer sind, aber erreicht haben wir noch nichts. Wir sind gestern nicht aufgestiegen, es ist nur ein kleines Mosaiksteinchen dazugekommen. Am 34. Spieltag, da ist maßgeblich, wer ganz oben steht und wer das dann auch immer sein wird, der hat es am Ende dann auch verdient. Und wenn wir das noch verdatteln sollten, dann sind wir die Idioten und dann müssen wir uns wahrscheinlich Spotthohn und was weiß ich nicht alles gefallen lassen. Aber dann vielleicht auch zurecht. Ne, also, wenn wir uns das jetzt noch alles nehmen lassen, dann sind wir es im Endeffekt selber schuld. Ich werde jedenfalls, egal wer am Ende aufsteigen wird, gratulieren.
zum Aufstieg. Wer am 34. Spieltag oben steht, der steht verdient da und steigt auch verdient auf. Natürlich, wenn wir es sind, das sehe ich am liebsten, gratuliere ich mir selber. Aber es ist eben momentan schön, als Alemanne auf so einer Erfolgswelle zu reiten, weil das haben wir lange nicht gehabt. Man darf sich daran erinnern, vor 3 Jahren wären wir fast abgestiegen. Wenn man bedenkt, was bis dahin passiert ist, was im Verein passiert ist, um den Verein passiert ist, dann ist das wie ein Märchen, das eigentlich nicht enden will. Aber ich hoffe, mit einem guten Ende dann im Mai für uns. Die Schalke hatten 2 Profi-Unterstützungen, und zwar war das zum einen dann der besagte Cissé, der den Elfmeter verursacht hat, aber auch Kabadai, der auch bei den Schalkern auf der Bank gesessen hat, bei den Profis gestern im Spiel. Das ist halt eben immer die Krux an der Sache, die U23, die kann sich die Profi-Unterstützung holen, und das ist dann schon irgendwo natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Damals, also in der letzten Saison, da waren glaube ich sogar 5 Profis bei den Schalkern eingesetzt, da hatten wir 0-0 in Parkstadion gespielt. Dieses Mal waren es nur 2 Profis gewesen, und trotzdem war die U23 gestern auch sehr gut unterwegs gewesen. Die haben sehr, sehr gute Jugendspieler in ihren Reihen, und die haben es das Leben schwer gemacht, und mit ein bisschen Cleverness hätten sie dann wahrscheinlich das 2-2 geholt. Wie erwähnt eben, wir hatten nicht unseren besten Tag gehabt, man merkt langsam englische Woche, und ja, die ganzen schweren Spiele, die wir davor hatten, das merkt man den Leuten langsam an. Auch wir sind nicht von Ausfällen verschont, wo die Spieler halt eben Blessuren haben. Kurzfristig ausgefallen war ja noch Kilian Pajulka, der eigentlich in der Startaufstellung sein sollte, dann aber doch nicht mehr mitspielen konnte. Schöner dann wie in Bastian Müller, der dann tatsächlich mit Erkältung dann das Ding da so durchzieht. Ne? Ich denke, den werden wir zwar die ganze Woche nicht mehr sehen auf dem Trainingsplatz. Der wird sich erholen für das Spiel am Samstag gegen den FC Gütersloh, was voraussichtlich vor 25.000 Zuschauern dann stattfinden wird. Das ist einfach klar. Wir haben jetzt schon 23.000 beim letzten Spiel in Oberhausen gehabt. Da muss einfach mehr kommen. Ich denke mal, unter 20.000 wird es die Saison auch nicht mehr gehen. Vielleicht noch ein Wort zu den Fans. Wie gesagt, 1.600 waren gestern da. Und es hatte sich das Gerücht hartnäckig gehalten, dass auch die Schalker UGE vorbeischauen wollte. Also die Ultras Gelsenkirchen. Man hat gespannt gewartet. Kommt da nichts. Tatsächlich, während der ersten Halbzeit tauchten sie tatsächlich auf, weil auf einmal war sehr viel Bewegung gewesen bei der Polizeihundertschaft, die dann um das Stadion herumstand. Da hat man sich gedacht, nanu. Und dann gab es viel Bewegung. Die Ultras waren tatsächlich gekommen, aber die haben sich dann quasi außerhalb vom Stadion am Zaun hingestellt, haben rund 5 Minuten zugeguckt und sind dann wieder abgezogen und man hat sie nicht mehr gesehen. Ja, auf jeden Fall sind das immer. Fragt eigentlich, was haben denn die Schalke Ultras gegen uns? Wir haben doch mit denen gar nichts am Hut. Unsere Ultras haben damals mal kurz hingeguckt. Irgendwann waren die Schalke Ultras weg. Nach dem Spiel blieb es dann Gott sei Dank ruhig. Es ist nichts passiert. Andererseits, was dann passiert ist, und das ist, wo man sich als Alemanne natürlich wieder sehr, sehr schämen muss, ist das, was dann auf der Gästetoilette passiert ist bei Schalke. Da haben wohl irgendwie 1-2 Leute dermaßen rumrandaliert, dass da Heizung rausgerissen worden ist, dass da eine Rauchtopf reingeworfen worden ist, dass Sachen beschädigt worden sind, Sachen angezündet worden sind, Schmierereien gemacht worden sind, alles vollgeklebt wurde mit Aufklebern. Das ist was, das geht natürlich gar nicht. Das wirft wieder mal ein schlechtes Licht auf uns. Der Reviersport hat das ja, ich glaube, da war das Spiel noch nicht mal zu Ende gewesen, schon direkt als Schlagzeile parat gehabt. Aachener Ultras randalieren im Parkstadion. Nein, es waren nicht Aachener Ultras. Es waren 1-2 Fans gewesen, die zu keinem Fanclub irgendwie zugehörig waren, die da rumrandaliert haben, und man hat sie geschnappt. Und die werden den Schaden dann in irgendeiner Art und Weise bezahlen müssen. Dann sollte man auch bei der Wahrheit bleiben. Die Ultras haben nichts gemacht, weil die standen nämlich alle unten und haben die Mannschaft supportet. Man schämt sich als Alemanne dafür, weil was soll das? Was soll, dass man irgendwo anders randaliert? Alle über einen Kamm scheren, ist dann auch seitens der Presse dann nicht immer förderlich. Ich hoffe, das unterbleibt dann in Zukunft, und wir konzentrieren uns einfach darauf, dass wir unsere Mannschaft einfach unterstützen und dass wir für sie da sind. Und ich denke, da haben wir eigentlich mehr als genug mit zu tun, als uns mit anderen Nebenkriegsschauplätzen zu beschäftigen. Unser Aufsichtsratschef Marcel Momers hatte ja gestern auch noch dazu was kurz geschrieben, und damit ist eigentlich auch
alles gesagt. Zum Abschluss möchte ich euch dann noch die Zusammenfassung zeigen. Dankenswerterweise habe ich ja wieder den Stream von Sport Total bekommen, wo ich mich an dieser Stelle bedanke. Die seht ihr jetzt im Anschluss. An dieser Stelle auch nochmal erwähnt, weil ich war ja gestern im Parkstadion, ich habe es nicht gesehen, aber mein Kollege Alex, der hat ja dann fleißig zu Hause dokumentiert auf unserer Facebook-Seite, dass wohl die Qualität von Sport Total diesmal nicht so gut gewesen ist. Da wurde wohl dauernd auch die Linse poliert, aber ja, bei dem useligen Wetter und bei dem Regen musste das wohl auch sein. Auch die Kamera ist dann nass geworden. Und ja, da war mal so ein Köpfchen immer im Bild gewesen. Es war nicht die beste Qualität von Sport Total, aber ich bin froh, dass Alex dann zumindest eingegriffen hat, weil was dann wieder teilweise auf meinem Account dann abgegangen ist in Sachen Sport Total, was da wieder geschrieben worden ist. Leute, das geht nicht. Es arbeiten da auch nur Menschen und auch die Technik ist nicht immer die beste. Da sollte man schon mal ein bisschen Maß halten. Abgrundtiefe Beleidigungen hinschreiben oder was weiß ich nicht alles. Ich bin froh, dass Alex zu Hause war und das dann da geregelt hat, während ich im Stadion gewesen bin. Und ich denke, wir können froh sein, dass Sport Total uns sowas liefert. Erinnert euch mal, vor 3-4 Jahren hatten wir gar nichts gehabt und dann hätten wir so ein Spiel, hätten wir nicht ein einziges Foto vielleicht gehabt davon. So aber sehen wir zumindest die Live-Bilder für die, die zu Hause geblieben sind und da sollten wir doch etwas dankbar sein. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich von Sport Total immer den Stream bekomme. Das hat andere Gründe, die ich ja an anderer Stelle mal erläutert habe. So, jetzt aber zur Zusammenfassung und ich denke, die können wir alle nochmal genießen. Ja. Oh,
ganz an. Ah! Oh, Entschuldigung. Yeah!
ja, nach dem Spiel wollten wir noch zurückfahren und dann ist unser Bus noch im Morast stecken geblieben. Und das heißt, da hat es noch eine halbe Stunde gedauert, bis dieser Bus befreit war durch helfende Hände, ehe wir dann nach Hause fahren konnten. Und unterwegs kam dann die Nachricht von Marcel Moberts, der Dauerkartenverkauf auf 8.523 angestiegen ist. Ihr wisst ja alle, was das heißt. Wette verloren, die 8.500 Dauerkarten sind erreicht. Jetzt werden wir uns hier ein Tattoo machen lassen müssen. Marcel Moberts hat es damals angekündigt, und zwar im März letzten Jahres hat er die Wette gemacht. Er hat ja gesagt, 8.500 Dauerkarten, wenn die verkauft werden, dann lässt er sich ein Alemannia-Tattoo machen. Ich habe damals seinerzeit gesagt, ich habe einen Screenshot davon gemacht, Marcel, dass da kommst du nicht mehr von weg. Wenn es soweit ist, dann bekommst du das präsentiert. Dann war ich dann mit dabei gewesen. Und dann hieß es dann, ja, dann lässt du da auch eins machen, wenn wir das erreichen. Mitgehangen, mitgefangen. Ich hätte es ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass wir 8.500 Dauerkarten verkaufen würden. Das hätte ich noch nicht mal geglaubt zur Hinrunde Ende. Aber es ist tatsächlich passiert und ein Mann, ein Wort. Und jetzt werden Marcel und ich uns dann in einem Tattoo-Studio begeben und uns das machen lassen. Ich würde da nochmal separat drauf zurückkommen, weil da brauche ich nämlich auch eure Unterstützung für, weil natürlich ein Alemannia-Wappen wird da drauf kommen, entweder hier oben auf dem Arm, auf dem Oberarm oder irgendwo am Unterarm, muss ich mal gucken. Aber ich habe mir gedacht, wenn das schon so ist, dann sollte auch zumindest noch was anderes dabei sein, so ein Kaiser Karl vielleicht noch, so als nebenbei. Das kann ich mir vorstellen. Dann brauche ich, wie gesagt, eure Hilfe, weil ich suche ein schönes Motiv. Ich habe da mal ein schönes gesehen bei jemandem am Oberarm und das wäre genau das Richtige, was mir auch gefallen würde. Vielleicht hat das ein oder andere oder hat eine andere Inspiration, was ich da machen lassen könnte. Ihr werdet es erfahren. Der Termin, das habe ich alles den Marcel Moberts überlassen. Das soll er alles in die Wege leiten. Ich bin dann einfach irgendwann einfach nur da. Ja, lasse das dann über mich ergehen. Hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe immer gesagt, ich bleibe tattoofrei. Jetzt werde ich mit 52 doch noch tätowiert. Aber ja, so ist das. Ne? Wenn man eine Wette macht, dann muss man halt eben auch dafür einstehen. Das tun wir dann auch damit. Wird bestimmt ein lustiges Event werden. Viele von euch freuen euch ja darauf und das zu Recht. Ich bin froh. 8.500 Dauerkarten, das ist für einen Regionalligisten eine starke Marke. Und ich denke, das ist auch nicht das Ende. Ich denke, bis Samstag zum Gütersloh werden wir wahrscheinlich noch die 9.000 knacken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Alle weiteren Informationen werdet ihr dann, sobald sie anstehen, von mir bekommen. Oder ihr werdet sie irgendwo lesen. Genießt die Woche, ruht euch aus. Und an alle Auswärtsfahrer, die in Schalke gewesen sind, hoffe ich, dass ihr gesund bleibt, euch keine Erkältung zuzieht. Es war wirklich usselig da im Parkstadion. Und ich glaube, das letzte Mal bin ich so nass geworden. Das war Anfang 2000 gewesen, noch auf dem alten Tivoli, auf dem Würselner Wall. So kommt alles irgendwann mal wieder. In diesem Sinne, Adida Tozens, ciao. Euer Kartoffelkäfer, Dirk.